Wir stehen vor großen Umwälzungen, was den Kapitalmarkt betrifft. Die Blockchain hat Einzug gehalten und ist nicht mehr aus der Unternehmensfinanzierung wegzudenken. Eines ist jetzt schon klar, die Zukunft ist divers und dezentral. Doch beginnen wir bei den sogenannten Non-Fungible Tokens. Diese sind nämlich gerade dabei, den Kunstmarkt erheblich umzukrempeln. Ich habe schon in einem vorherigen Video erklärt, was NFTs, Non-Fungible Tokens, überhaupt sind, aber schauen wir uns nur ein Beispiel an, wie diese gerade die Kunstwelt auf den Kopf stellen. Der Künstler Beeple hat eines seiner Kunstwerke gerade um 69 Millionen US-Dollar verkauft und ist damit zu einem der wertvollsten lebenden Künstler der Welt geworden. Das Besondere, sein Kunstwerk war ein JPEG. Aber es war nicht irgendein JPEG, sondern es war ein Non-Fungible Token, das auf der Blockchain lief. Und nun ist das Besondere an NFTs, dass diese sich sogenannter Smart Contracts bedienen. Das bedeutet, es ist ein Vertrag auf der Blockchain gespeichert und wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, dann wird dieser Vertrag ausgelöst, der Algorithmus tut etwas. Beeple hat also sein Kunstwerk verkauft und so eine ungeheure Summe lukriert. Jedoch jetzt gibt es einen Smart Contract auf der Blockchain, der bewirkt, dass sollte sein Kunstwerk weiterverkauft werden, er wiederum 10% dieser Verkaufssumme bekommt. Und das ist jetzt ein Prinzip, das revolutionär ist und ungeheure Möglichkeiten in sich birgt. Denn es ermöglicht die Vermischung von Primär- und Sekundärmarkt. Was bedeutet das? Traditionell wird am Kapitalmarkt zwischen Primär- und Sekundärmärkten unterschieden. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht und junge Aktien ausgibt und so Kapital ins Unternehmen holt, so ist das der Primärmarkt. Wenn im Anschluss Aktionäre mit diesen Aktien handeln und der Aktienkurs damit steigt oder fällt, ist das der Sekundärmarkt. Der Unterschied ist, am Primärmarkt fließt Geld ins Unternehmen, am Sekundärmarkt fließt es nicht mehr ins Unternehmen. Am Sekundärmarkt fließt es nur noch zwischen denen, die Aktionäre sind und denen, die Aktionäre werden wollen. Diese Grenze zwischen Primär- und Sekundärmarkt wird nun aufgehoben. Man stelle sich vor, Unternehmen täten dasselbe wie der Künstler Beeple. Angenommen, sie gäben Unternehmensrechte über die Blockchain aus und würden so Geld lukrieren. Im Anschluss könnten diese Unternehmensrechte wiederum dezentral gehandelt werden. Aber das Unternehmen könnte noch einen gewissen Prozentsatz bei jedem Trade mitverdienen. Dies wäre ein ungeheuer starkes Instrument der Unternehmensfinanzierung. Somit könnte sich der Anteilehandel am Unternehmen selber wiederum als lukrativ für das Unternehmen herausstellen. Je mehr im Anschluss mit den Anteilen des Unternehmens gehandelt wird und je höher die Aktienkurse oder Anteilskurse im Anschluss steigen, desto besser wäre es im weiteren Fall auch für das Unternehmen. Dies ist eine Neuerung, die einfach zu lukrativ ist für die Unternehmen. Sie wird definitiv kommen. Und diese Entwicklung ist bereits im Gange. In Australien beispielsweise wurden sogenannte Smart Bonds schon ausgegeben, die auf der Blockchain laufen und wo automatisch Couponzahlungen ausgezahlt werden. Das bedeutet, die Blockchain hält in die traditionellen Kapitalmärkte Einzug und verändert dort alles. Es bleibt spannend. Die Zukunft ist Krypto.